So, und dann sind wir direkt wieder zurück hier bei der nächsten Folge Minecraft Vanilla. Wir machen weiter mit unserem Haus, was wir in der letzten Folge ein bisschen umgeplant haben mit dem Turm. Turm. So, und ich hole mir jetzt erstmal was zu schnacken. Denn ich habe mal wieder absoluten Hunger. So. Jetzt habe ich nur einen Weizen. Na, Mist. Ich brauche Knochen, ey. Hier ist ein String und ein zwei Arrows. Ein Gunpowder. So, das lasse ich alles noch da drin. Wächst schneller. Noch schneller. Ja. Wir machen schon mal eine Werkbank. Ja, ich würde mal sagen. Baue erstmal hier eine Wand hin. Ah, ja, und. Ach, weißt du was? Ich lasse es offen. Ich wollte ja da eigentlich noch Erde machen, aber ich lasse es jetzt so. Und hier nicht vergessen: das kleine Fenster für die Blume. Da muss einfach ein Fenster sein. Und cool wäre es irgendwie auch, wenn ich hier noch ein Fenster hätte. Aber das bringt irgendwie nicht so viel. Aber dann wäre es symmetrisch, weißt du? Hier dann die drei und dann das eine und hier dann die drei und dann das eine. Ja. Und so? Moment mal. Könnte auch cool aussehen. Dann kriegt die Blume hier auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Dann machen wir einfach zwei Fenster hier hin. Perfekt. Ja. Hier in der Mitte könnte man vielleicht noch den Weg zum Keller machen. Also hier dann so eine Treppe vielleicht runter. Könnte man auch noch machen. Oh ja, das sieht schön aus. Hier machen wir wieder dasselbe wie auf der einen Seite. Zuerst eine kleine Lücke und dann hier wieder Kobbel. Obwohl das eigentlich blöd ist, weil da müsste eigentlich auch Balken kommen. Das heißt aber, ich brauche mal hier einen Weg raus. Warte mal. Das heißt, wir brauchen mal wieder Holz, was wir erst nach der Nacht holen gehen. Es sei denn, wir haben hier noch ein Weizen hätten wir noch. Achso, ich bin ja auch schlau. Ich müsste das auch wieder neu anpflanzen, ne? Oh, bin ich froh, wenn wir irgendwann richtig wieder was zu futtern haben, ne? So. So. Ist ja wunderschön. Ich gehe jetzt mal in diese Richtung hier. Hui. Ich muss echt aufpassen. Spieler stirbt durch Fallschaden. Das wäre es jetzt noch, ne? So. Ich glaube, ich hole jetzt auch mal ein Stack Holz. Also, wenn ich es gebacken bekomme und nicht sterbe irgendwie.
Ich hätte die Setzlinge mitnehmen sollen, für neue zu pflanzen. Ich dachte schon. Vielleicht kriege ich auf dem Rückweg von den, die schon decreased sind. Nee, wie heißt es? Doch, decreased. Verschwunden sind. Vielleicht kriege ich da ja noch ein paar Setzlinge, die kann ich dann setzen. Fledermaus. Heißt das hier ist eine Höhle? Hört sich so an. Oder? Ja, hier ist irgendwo eine Höhle, glaube ich. Ja, da ist irgendwo eine Höhle. Kleiner See. Hier ist noch irgendwo ein Schaf. Mir leid. Oh, rohes Fleisch, geil. Ey, ich sehe da Eisen, also das muss ich mit. Nee. Ja. Gut, dann haben wir für später mal eine Schlucht. Warte, ich one-hitte die mit der Axt? Oh, cool. Und ich kann hier alle nehmen, weil da hinten habe ich ja im Wald meine zwei Kühe laufen. So. Oh, ja. Sehr viel Fleisch, das ist gut. Ich wollte nicht zu weit weggehen. Hier den Baum hol ich mal mit. Den Sumpfbaum hier. Habe ich meine Schere dabei? Ja. Hätte ich hier auch die Schafe aufscheren können noch. Hä? Ach lol. Die haben jetzt einen Sound? Ich dachte, da wäre irgendein Monster, was das Ding am Abbauen ist. Huch! Voll Licht. Licht gerade hier. Aber lol! Ich dachte gerade schon. Ich meine ja, ich kenne das neue Minecraft halt nicht so. Oh. Ein Oak Leaves. Alter, ich dachte jetzt echt. Ich dachte, was verfolgt mich denn jetzt für ein Monster? Achte, hier setze ich aber auch einen neuen hin. Oh, Pilze. Ja, die Pilze hole ich mal mit. Genau wie die schönen Sumpforchideen. Die kenne ich. Hier setze ich mal einen. Hier setze ich einen. Ja, da kann ich nicht gut rum. Das bietet sich so an für eine Brücke hier. Ich werde eine Brücke rüberbauen. Aufschreiben. Brücke, Schlucht. Ich muss mir das echt alles aufschreiben. Hä? Warum ist denn hier? Ich frage nicht. Hä? Das war eine Hexe. Auf dem Baum oder ist die in der Höhle? Ich glaube, die ist in der Höhle. Auf dem Baum sehe ich nichts. Oh, die war aber sehr, sehr nah. Also, ach, gucken, wie schön. Alter, oh Gott, der ist leider. Ah, das Wasser mit dem Haus will ich auch bald angehen. Ja.
So, wir können sein neues Brot backen. Ich habe den extra dahin gestellt, damit wir gleich. So. Nochmal fressen. Ich glaube, ich baue mir mal ganz kurz einen Ofen. Und braten wir mal hier mein Fleisch. Nachdem ich Holzkohle gemacht habe. So. Ich mache zwei Holzkohle wegen damit wir das hier und das auch noch, also damit wir alles Fleisch braten können. Ist ein bisschen Verschwendung, aber egal. So, bratenes Schafsfleisch, lecker. Es wäre effektiver, wenn er sich das auf das so, also das Brot holen würde und dann sich das Fleisch dazwischen legen würde. Schade, dass das nicht geht, ne? Das wäre cool. So sich so ein Brot holen und da einfach ein Steak draufpacken. Das wäre echt cool. Oh, ist das schön, Essen zu haben. Warte mal, das packe ich schon mal alles gerade hier rein. Hier ist noch ein Apfel. Den brauchen wir auch noch. Der kann wachsen. Einfach so. So, und wir haben endlich wieder Holz. Werkbank. Stelle ich unter das Fenster für die Blumen. So. Stickies. Ah ja, Leitern wollte ich bauen. Wir haben mit 8 ganz sicherlich zu wenig. Mal, mal 20, das müsste reichen. So, dann haben wir die Leitern, die kommen dann, die wollte ich schon hier so machen. So. Mache ich auf dem Turm. Nö, man kann. Aber man kann es weiter hoch in den Turm, aber da ist nichts. Vielleicht mache ich da eine Kiste hin. Nee, macht nichts Sinn. Einfach Turm bauen. So, den Balken, den muss ich hier durchziehen, ne? Und hier auch. Das sieht besser aus. Weil das oben ja auch so ist, dann sollte es hier auch so sein. Und hier ist der Hauptbalken, der durchs Haus geht. Hier mache ich dann einen ganz normalen Holzboden rein. Mehr braucht man hier aber auch nicht. So. Leitertechnisch. Hier hätte ich gern irgendwie Fenster drin. Überall an jeder Seite einfach Fenster rein und Jules. Hier geht das nicht so gut. Vielleicht mache ich hier so ein, einfach so ein Dreierfenster rein. Aber das ist, das passt schon so. Ja, gut. Ist doch schön. Der kleine Turm da. Oh, das finde ich so schön mit der, mit dem Licht da oben. Das bringt richtig gute Stimmung hier rein. Nach den Äpfel kann ich gleich essen. So. Hier ein Fäckelchen. So. Hier hätte ich gern vielleicht
Nein. Das hätte ich nicht gern da. Ich weiß noch nicht, wie viel Holz ich noch brauche, deswegen behalte ich mal. So scheiß aus, ne? Dann lass ich es einfach so. Einfach so ein Durchgang hier. Und hier mache ich da eine Glasfront hier so hin. Also hier ist definitiv ein riesengroßes Fenster. Oh ja. Yeah. Ja. Wunderhübsch. Fenster immer, immer Fenster. Ich weiß nicht, mal fast in jeder Wand eigentlich immer Fenster rein. So, jetzt brauche ich aber mal gerade ein paar Türen. So. Und. Huch. So. Stein habe ich nicht mehr, aber Glas habe ich auch keins. Das ist nicht so gut. Oh, schönes Schweinhäuschen. Ja, das finde ich toll. Hier mache ich noch vielleicht eine Tür, damit man hier nahe zum Stall kommt. Ich wollte ihn ja eigentlich sofort hier dran bauen, aber dann muss ich das Fenster definitiv da wegmachen. Und dann muss hier definitiv eine Tür hin. Und dann müssen auch da keine Fenster hin. Also nur an den Seiten vielleicht, damit man kurz gucken kann, was da los ist. Ja. Jo. Achte. So. Und hier auch noch. Ja, und dann hier noch. Ein Fackelchen. Perfekt. Dann würde ich gerne nach oben. Nach oben. So. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Kleine Treppe. Wow, tolle Treppe. Mache ich den Turm ernsthaft? Ernsthaft? Nein, das kann ich auch nicht auch überspringen. Alter. Ja, gut. Was habe ich gesagt? Ich soll die Sache mit mehr Skill angehen, ey. Ach Quatsch, die Holztreppen brauche ich da nicht zu setzen, die brauche ich ja jetzt gleich. So. Soll ich die Treppen hier oben drauf setzen oder mache ich hier auch so einen Abstand? Eigentlich müssen die hier sofort drauf sitzen. So. Mach schon mal kurz weg, weil ich die hier brauche. Ich muss ja irgendwie wieder hoch und runter kommen. Den Sprung weiß ich nicht, ob ich schaffe. Oh. Können hier die Holztreppen bauen. Brauche ich noch für irgendwas Loks? Jetzt wo ich sehe. Glaube ich, würde mir das besser gefallen. Alter, wie der mich durch das offene Fenster gesehen hat. Och, guck mal. Alter, jetzt kommt wieder so ein Aimbot. Scheiß Skelett. Ha, nicht getroffen. Noobs, 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 noobs. So, komm schon, weg. Schwarz. So.
Ja, ein Pfeil in der Hand, geil. So, schön hell. Haben wir noch Holz hier drin? Nur Birkenholz. Ja, die Fackeln kann ich auffüllen. Den Apfel gar nicht essen. Schaufel ist mal kaputt. Eine neue Axt würde ich gerne haben. Schon mal als Reserve. So. So, ein bisschen sortieren. Ja. Ich sehe auch gerade. Ich brauchte die hier gar nicht. Also nicht für das, was ich gerade brauche. Da brauche ich die gar nicht. Ich wollte das nur aus Kobbel bauen. Was ist denn mit dem Baum? Ach, tschüss. Ich weiß, was ich vergessen habe. Und zwar das Glas. Und was ich nicht vergessen habe, ist die Folge an dem Punkt zu beenden. Denn ich glaube, wir sind wieder bei 20 Minuten. Und ja, war wunderschön wieder. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft. So rüber zu gehen zu unserem schönen Haus. Ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann endlich das Haus fertig machen, auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.